Hallo, ich heiße Vadim Alexejew, bin Mitarbeiter an dem Institut für Geometrie hier an der TU, komme ursprünglich aus Moskau, dann war ich in Göttingen eine Zeit lang und jetzt bin ich seit 2015 in Dresden. Und was erwartet die Studierenden in der Vorlesung Lineare Algebra? Also Lineare Algebra, wie der Name ein bisschen sagt, kommt von Studium von linearen Gleichungssystemen, aber dann entdeckt man sehr schnell, dass es dort eine ganz tolle Struktur gibt, die man systematisch studieren sollte, heißt Vektorraum, und Lineare Algebra ist dann die Theorie davon. Und in dieser Vorlesung, in den zwei Semestern Winter und Sommer, werden wir eben das systematisch aufbauen und anwenden, auch auf so geometrische Aufgaben. Wieso haben Sie sich für eine akademische Laufbahn entschieden? Wieso ist schwer zu sagen, das habe ich sehr früh gemacht, habe allerdings erstmal so angewandte Physik und Mathe gemacht und erst dann so langsam in die reine Mathematik reingedriftet. Aber ich wollte schon immer eigentlich in der Wissenschaft sein. Ja. Wie früh in Ihrem Studium wussten Sie, dass Sie in der Mathematik landen würden? Genau, ja, es kam relativ, also ich wollte immer Physik und oder Mathematik machen. Dann hatte ich aus, teilweise sozialen Gründen gesagt, ja gut, Physik, weil ich einen sehr tollen Freund hatte, da dachte ich, der wird bestimmt ein reiner Mathematiker sein. Jetzt bin ich reiner Mathematiker und der arbeitet bei Google, also macht mehr angewandte Sachen. Ja, so kommt's. Und dann habe ich das eben in Moskau studiert und dann gemerkt, oh, Mathe ist eigentlich ganz toll, also reine Mathematik. Und bin dann zum Masterstudium nach Deutschland umgezogen und dann später so weiter und weiter mich von sozusagen mathematischer Physik in die reine Mathematik entfernt. Genau, und jetzt mache ich eben reine Mathematik. Was hat Sie dazu bewogen, nach Deutschland zu gehen? Das war ganz naiv, ehrlich gesagt. Ich bin Sohn von zwei Dolmetschern der deutschen Sprache und habe Deutsch in der Schule gelernt. Also da haben sie mich auch ein bisschen in diese Richtung beeinflusst, muss man sagen. Und welchen Ratschlag oder wichtigen Tipp würden Sie insbesondere den Erstsemestern mit auf den Weg geben? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, sich immer trauen, Fragen zu stellen und den Fortschritt daran messen, verstehe ich wirklich, was hier passiert. Und wenn man was nicht versteht, dann findet man den Dozenten oder den Übungsleiter oder Kollegen und Kollegen und diskutiert es mit ihnen. Und also Mathematik lebt davon, dass man die Dinge zusammen bespricht und nicht nur davon, dass man selbst versucht, sozusagen sich da reinzufuchsen. Also sich trauen, Fragen zu stellen, das ist eine der wichtigsten Sachen.